Hallo zu einer neuen Serie, die Wing Chun Story. Nicht Police Story, sondern Wing Chun Story. Da erzähle ich einfach meine persönliche Erfahrung mit Wing Chun. Ja. Und heute ist Sonntag, ich habe am Band gearbeitet mit der Firma, dann mit der Arbeit. Haben wir mit Jenny zusammen geschafft, die sehr angenehm war. Und wir haben über YouTube geschwätzt und ich habe meine Visitenkarte gegeben. Und wird mir ehren, wenn's, ich will sie ehren damit, und wird mir ehren, wenn sie mich abonniert, wie alle Abonnenten mir ehren, die mich abonnieren. Und jetzt, David hat ja gesagt, der David Rassel, ich soll aufhören, mit was aufzuhören, dann bricht ich nicht neu anfangen. Und der andere hat auch dann gesagt, oh, dann nachgelabert, der Christoph aus Berlin, bringt doch was zu Ende, ja. Jetzt muss, jetzt wissen sie halt den Hintergrund nicht, und wenn man den Hintergrund weiß, dann, dann versteht sie mich, ja. Deswegen gibt es auch die ganzen YouTube-Beefs, weil sie sich gegenseitig auch nicht verstanden. Und wenn man in die Schuhe von jemandem gelaufen ist, dann versteht man den auch, ja. Und die mich kritisiert, dass ich damals aufgehört habe, die hätte damals aufgehört, ja. Weil es halt einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ich habe einige Stil zu Ende gebracht, aber sie wird hier nicht zu Ende gebracht, wo es ein Stil war, der mir so sehr zu Herzen gegangen ist. Weil der Sifu, der ist mal wie ein Kampfhund trainiert worden. Und angeblich schon in Russland vom deutschen Trainer, der in Russland gelebt hat. Und er hat seine, hier in Deutschland hat er seine Schulter auch wie Kampfhunde trainiert. Ja. Und ich habe da so viele Probleme gehabt. Man hat zwar einiges gelernt und es war okay, aber das Mitgefühl abziehen und die Sparling, wo Schlägereien waren, und einfach so ungeduldig, dass man, wenn man den Stock falsch hebt, da ist ein Stock auf die Finger, auf der Kniescheibe, auf dem Kopf. Statt man einem die Techniker erstmal geduldig beibringt. Ja. Und selbst, er hat ja schon Lehrer Kette ausgebildet hat. Und die haben ja schon vor den Zitter, weil der so aggressiv war. Und beim Anfang habe ich gedacht, muss hart sein, muss da durch. Aber es hat auf Dauer keinen Sinn gemacht. Ich habe meine Hände waren alle gebrochen, die kriege ich nicht mehr zusammen richtig. Meine Kniescheibe schmiere in Risikett. Und ich habe mehrfach Hirnerschütterung gehabt. Und privat habe ich nicht mehr einen Stift halten können vor lauter Schmerzen. Und das hat irgendwann, weil im Käusen musst du das real machen und so weiter, weil auf der Straße geht es hart zu. Aber wenn ich im Training kaputt geschlagen war, dann kann ich auf der Straße auch nicht mehr verteidigen. Ja? Und dann hat es von mir auch, irgendwann bin ich intelligent geworden und habe gedacht, das macht keinen Sinn. Da gehst du mit Angst ins Training, das macht auch schon gar keinen Spaß mehr. Du hast vom Trainer Angst, du hast vor den Mitschülern Angst. Du hast da eine Schlägerei, und wir haben die gewonnen, die Schlägerei, und wir haben sie verloren. Und dann wirst du wieder bedroht, weil du mit gewinnst oder so. Und einmal bin ich fast totgeschlagen worden, weil der Mitschüler denkt hat, er müsste jetzt mehr aggressiv angehen. Er müsste, ja, und er hat meinen Kopf genommen, hat es gegen Fensterbrett gehauen. Und es war total Simse, es war total Fensterbrett, es war total inner und aus Marmor. Und da habe ich einen Klick gehabt. Und von daher hat es eigentlich keinen Sinn mehr gemacht, weil meine Gesundheit total abgebaut hat. Ja. Und dann bin ich ausgestiegen. Von 96 bis 98 ist gegangen und bin 98 ausgestiegen. Dass ich heute Mut gefunden habe, meinen Traum weiterzuführen, weil es ist ja mein Stil. Ja. Wing Chun und davor eine andere Stil gemacht, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber Wing Chun liegt mir am nächsten. Jetzt bin ich immer Verband, wo richtig gut ist. Mein Sifu ist Max, der ist ein sehr guter Verband. Das ist jetzt ein anderer Verband wie aus den 90er, wo ich war. Und der Max bringt mir das perfekt bei. Er könnte mich so besiegen, der Max, aber führt mir nicht vor, sondern er bringt mir das gut geduldig bei. Und Sifu Max, das ist so eine freundschaftliche Beziehung mit ihm. Und er geht auf jeden Schüler gut ein, auch therapeutisch gut ein. Und er hat ein super Aufwärmprogramm. Und er ist also ein guter Fitnesstrainer, Personaltrainer, ein guter Wing Chun Trainer. Und auch therapeutisch kennt er sich perfekt aus. Und er weiß, was im SV auf was ankommt. Und er möchte Spaß mit den anderen zu trainieren und mit Max zu trainieren. Und wenn Prüfung ist und der Daisy verfolgen kommt, ist das ein super Gefühl. Also ich bin da in dem Verband jetzt richtig gut aufgehoben, das macht mir Spaß und ich lerne. Ja. Natürlich habe ich noch weiß ich einiges, aber es ist so viel Platz zum Lernen, was ja Spaß macht. Ich tue ja noch Sachen neu entdecken. Ist doch keine Schande, wenn man noch auf dem Weg ist.
wenn man noch was noch nicht komplett kann, ist das doch keine Schande. Es macht doch Spaß, was neu zu entdecken und neu zu lernen, das macht doch Spaß. Ja, und ich möchte euch mitnehmen auf der Weg, wenn es Leute so gegangen ist wie mir, so ähnlich, ja, dann will ich sie doch motivieren, einfach nicht aufzugeben. Mein Motto ist doch niemals aufzugeben, niemals zu kapitulieren. Und ich denke mal, ich bin jetzt in einem guten Verband, in einer guten Schule, wo ihm das vernünftig beigebracht wird, wo die Gesundheit nicht abbaut, sondern die Gesundheit gefordert wird, wo das Mitgefühl nicht abgezogen wird, sondern das Mitgefühl gefordert wird. Weil das ist sehr wichtig, mit das Miteinander leben. Und auch wenn damals schon der Gedanke war, damals in den 90ern im Alter Verband, dass ich vom, auch wenn es nur als ein Originalstil war, vom Geistlichen her sind sie so abwichen. Weil der Original Wing Chun heißt, in der Tradition vom Buddhismus und Taoismus zu leben, und das heißt Mitgefühl. Ja. Ich bin so ein Verband, der ist auch ein Originalstil, verfolge noch ein Geschmäckle dazu braucht, was sehr super ist, dass es Wing Chun aufs nächste Level kriegt. Und der Taoismus und der Buddhismus sehr arg da zu spüren. Und es macht einfach Spaß, sich zu entwickeln, geistlich und körperlich zu entwickeln und eine Balance zwischen Geist und Körper haben. Und das habe ich jetzt in dem Verband, wo ich jetzt drin bin.